Ein herzliches Willkommen aus dem Mercedes-Benz aus London. Wir sind hier wieder zurück. Wir holen unseren neuen Auftrag und dann werden wir mal schauen, was so in der Welt unserer Firma abgeht. Vergessen, dass wir in London sind. Ich war schon wieder auf der falschen Seite. Ich merke gerade, dass wir eh richtig gefahren werden. Bei der richtigen Firma. Ja, unser Ziel habe ich schon rausgesucht. Es ist wieder ein weiter Weg. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er weiter ist. Der letzte. Nämlich nach Bratislava. 1508, ja, das ist ungefähr das gleiche. Das ist eigentlich ziemlich der gleiche Weg, glaube ich. Wir können uns das dann eben gleich ansehen. So, aber zuerst würde ich sagen, fahren wir von dieser Insel runter, weil die macht mich fertig. Dass wir auch richtig fahren. Sehr schön. Jetzt eh schon. Linke Seite halten. Linke Seite halten. Gut. Bezahlt. Bis zu schnelle fahren. Ich habe übrigens nachgeschaut. Ich glaube, man kann gar nicht mit dem Auto durchfahren. Ich dachte immer, es gibt einen Tunnel, wo du mit dem Auto durchfahren kannst. Aber demnach ist nicht so, sondern es hat schon so gepasst, wie wir das gemacht haben. Also es ist tatsächlich ein Eisenbahntunnel. Strafe zahlen wir mal. Ja, also nach Bratislava, WGCCC, Druckbehälter liefern wir, sahen so aus.
Kriegen ganz gut Cash dafür. Sonntag ist Ankunftszeit. Was ist 47 Stunden Zeit? Und 1600 Kilometer doch. Das ist, glaube ich, so die weiteste Strecke, die wir hatten bislang. So, wir fahren jetzt raus aus London Richtung Dover. Schneller, wenn wir. Und ich glaube, den nochmal wieder Lüttich, Köln, vorbei, Nürnberg wieder mal. So, da leitet er. So. Bisschen anders. Wenn ich so. Wenn. Sag ich. So überbrach. Fahren wir einfach so, wie sie uns sagen. Mischen wir uns gar nicht ein. Obwohl ich eben glaube, Richtung Dover ist es irgendwie näher, aber gut, anscheinend nicht. Tanken müssen wir auch irgendwann. Wir kommen mit dem noch 700 Kilometer. Das heißt, da könnten wir auf jeden Fall in Europa tanken. Das wäre nämlich dann auf jeden Fall ein Hit. Mit dem Druckbehälter eben jetzt weit, weit weg. Richtung Bratislava. Doch nicht. Dann mich Gott sei Dank rüberfahren lassen. Gut. Möchte sogar nämlich da mal probieren, dass wir, aber auf eine nicht so lange Strecke natürlich. Aber mal auch ohne Navi probieren zu fahren. Sonst anhand der Verkehrsschilder quasi orientieren.
Möchte schauen, ob es über die Fähre länger dauert. 50 Kilometer weniger haben wir jetzt. Aber eine Stunde länger. Fahrzeit. So, erster Aufenthalt in Dover. Da geht's schneller, aber ich glaube, da gibt es keine Ampeln und davon wären zwei Ampeln gewesen. Und das ist eine Ampel. Gut, lassen wir uns überschiffen. Suchen uns dort vielleicht eine Tankstelle und ein Schlafplätzchen und dann gehen wir alles wirklich durch in Ruhe. Könnte auch natürlich sein, dass es die nächste Folge ist. Tut mir leid, ich habe es zwar versprochen, aber dann haben wir wieder ein bisschen Zeit vergangen. Ich meine, ich weiß, Kredit zahlen, können wir auf jeden Fall zurück den einen. So. Rein ins Schiff. Sonst 84. 1 Stunde 31 dauert. Und da kann ich jetzt nicht einfach durchfahren. Das möchte ich jetzt echt probieren. Kann ich wirklich nicht. Geht wirklich nicht. Haben wir da alles halt raus. Dann auf jeden Fall schon in Frankreich. Dürfen wieder rechts fahren.
Um, dass das ganz schade war. Wundert mich jetzt. Willkommen in Calais. Erstmalig. So, da geht es dann rechts, glaube ich, schon auf die Autobahn rauf. Verlassen wieder Calais. Und geben Gas. Zwischen die Lee gibt es dann die erste Tankstelle, dort werden wir reinflüßen. Und dort werden wir dann die Folge auch beenden und beim nächsten Mal beim Starten wirklich schauen wir uns alles in Ruhe durch. Dann haben wir wirklich schon viel auch geschafft. Also dann haben wir schon viel Zeit vergangen, seitdem wir wieder das letzte Mal geschaut haben, seitdem wir in Wien weggefahren sind. Da ist dann schon einiges passiert. Es wäre grün. So. Tut aber gut, beim Anbiegen sich nicht mehr so konzentrieren zu müssen, welche Straßenseite man nimmt. Das ist recht angenehm. So, Richtung Lille. Gar nicht geschaut, ob die Route die gleiche jetzt bleibt. Lille, Lüttich, Nürnberg, Linz. Bleibt die gleiche. Dann ist logisch, dass es ein Stück länger ist. Und genau das Stück zwischen Wien und Bratislava halt.
Einmal zahlen, einmal Bucket.